GAS, die Trilogie der Stadtwerke von Matt Ruff. Teil 1, Abwässer. Ein Mann allein an hoher Stelle. Oh. Nur Harry Gent selbst durfte durch eine Falltür in die große Glaskugel klettern, die Gents Adlerhorst ausmachte, den höchsten Punkt des Gent-Phönix, des höchsten Bauwerks, das je von Menschenhand errichtet worden war. Um genau zu sein, 827 Meter und ein paar zerquetscht. Eine mächtige Persönlichkeit an erhöhter Stelle stehen, während ihr die ganze Welt zu Füßen ausgebreitet liegt. Wenn ich mich recht erinnere, waren es zwei mächtige Typen, die in der Geschichte auf einem Gipfel standen. Also wäre es doch möglich. Niemand wird dich mit Jesus vergleichen, Harry. Und warum nicht? Weil Jesus nichts von ihm haben wollte, was er von da oben sah, während du eine ganze Menge davon willst. Der Phönix war Harry Gents Eigentum, nicht lediglich sein Besitz, sondern seine Schöpfung, sein Gebäude, das höchste Bauwerk in der Geschichte der Menschheit. Bis jetzt jedenfalls. In mittlerer Entfernung am nördlichen Ende von Manhattan konnte man eine neuzeitliche Zikkurat erblicken, die ihrerseits nach höherem strebte. An diesem Oktobertag des Jahres 2023 hatte der babylonische Stufenturm bereits fast mit der obersten Zinne des Phönix gleichgezogen. Schon zu Thanksgiving würde er höher und Gents Adlerhorst um ebenso viel abgeschlagen sein. Babel hatte Harry getauft. Gents New Babel, womit der sagenhafte Turm nach einer Unterbrechung von 5 Jahrtausenden endlich doch fertiggestellt wurde. Zu besonders günstigen Bedingungen zu vermieten. Nähere Auskünfte telefonisch zu erfahren. Mr. Gent, haben Sie keine Angst, dass die Geschichte sich wiederholen könnte? Fordern Sie mit einem solchen Namen nicht das Schicksal heraus, Mr. Gent. Ein bisschen. Wir leben in einem neuen Zeitalter, meine Damen und Herren. Wenn Sie meine diesbezügliche Meinung hören wollen, ich glaube, der wahre Grund, warum Gott seinerzeit das babylonische Projekt abgebrochen hat, war der, dass er auf Burschen warten wollte, die den Job richtig erledigen würden. Unten in den Canyons mit Eddie Wilder. Oh. Zugegeben, unten in den Canyons der Stadt, wo manche Bürgersteigabschnitte seit Jahrzehnten nicht mehr mit direktem Sonnenlicht in Berührung gekommen waren und wo die Fußgänger aus eigener Kraft mit den Mikrotaifunen, die durch die Straßenschluchten heulten, fertig werden mussten, sahen die Dinge vielleicht nicht ganz so wahnsinnig rosig aus. Aber das war schließlich kein Grund, nicht optimistisch in den Tag zu bringen. Nehmen wir zum Beispiel Eddie Wilder, der sich erst kürzlich aus Moose Hollow, Maine, in die Stadt gezogen, an diesem Morgen mit dem traditionellen schwungvollen Schritt des angehenden Erfolgsmenschen auf dem Weg zu seiner neuen Arbeitsstätte machte. In seiner grün-weißen Uniform der Abwässerbehörde, sehr fesch anzusehen, tauchte er aus der U-Bahn-Station Ecke 34. und Broadway auf und blieb erst einmal stehen, um sich den Hals nach den Sehenswürdigkeiten zu verrenken. Alles erschien ihm neu und aufregend. Die Elektroneger, die auf den Bürgersteigen Zeitungen verkauften, die mit Anti-Crash-System ausgerüsteten Taxis, die auf den überfüllten Straßen ein Zusammenstoß-Vermeidungsballett vollführten, die monolithische Architektur, die in jede Richtung den Horizont ausspannte. Oh. Harry Gent wäre stolz, wenn auch kaum überrascht, gewesen zu erfahren, dass der Gent-Phönix Eddie Wilders absolutes Lieblingsgebäude in ganz Manhattan. Das Einzige, was Eddie am Phönix auszusetzen hatte, war das 20 Stockwerke hohe Bild auf der elektrischen Plakatwand, in 3/4 Höhe des Wolkenkratzes aufgehängt. Es sah aus wie ein Blatt aus einem riesigen Abreißkalender, nur dass darauf kein Datum zu lesen war, sondern bloß eine Zahl. 997 in Rot auf weißem Hintergrund. Nicht George, nicht Mackie Messer, sondern Meisterbrauch. Oh. Eddie, Sie kommen ins Mayteam 23. Ihre Partner sind Joan Fine, Art Harter und Lenny Prohaska. Ich heiße Fatima Sigorski, bin hier die Koordinatorin. Sie schob ihm 200 Mark ähnliche Plastikdinger über den Tresen zu. Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie die während der Arbeit immer tragen. Wozu? Für die Verwaltung. Für den Fall, dass Sie die Bedingungen für den vorzeitigen Eintritt in den Ruhestand unter Umständen erfüllen sollten. Hä? Die eine Identifizierung erschweren.
Das Briefingzimmer war wie ein kleinerer Vorführraum in einem Kinocenter eingerichtet. Reihen von roten Plastikstühlen und an der Wand gegenüber ein winziger holographischer Projektionsschirm. Eddie zählte an die 30 Männer und Frauen allesamt in Uniformen, die unterschiedlich fortgeschrittene Stadien der Abnutzung zeigten. Er schien der einzige Neuling zu sein. Hartauer und Prohaska standen unter der gerahmten Vergrößerung eines sehr alten Fotos und teilten sich die neueste Ausgabe der New York Times. Das gerahmte Foto, das offensichtlich einen Ehrenplatz an der Wand einnahm, zeigte, wie es schien, einen Penner, der sich gerade aus einem Gulli herausstemmte. Wer ist der Mann auf dem Foto? Das ist Teddy May. Der größte Mensch, der je durch die Abwässer der Stadt geraten ist. Gott segne ihn und schenke ihm Frieden. Was mit seinem rechten Auge? Arbeitsunfall. Er hatte sich verbrüht, als er in einen Wartungskanal kroch. Er wollte ein geplatztes Dampfrohr fliegen. Gleichzeitig hat er zwei Alligatoren mit bloßen Händen abgewehrt. Und das ist unser Job im zoologischen Dezernat? Alligatoren jagen? Mach dich nicht lächerlich. Die letzten haben Teddy May und seine Männer schon in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts erlebt. Arbeit. Bleib in unserer Nähe. Prohaska und Hartauer dirigierten Eddie zu einer Dreiergruppe von Sitzen in der hintersten Reihe. Eine Frau mit Pferdeschwanz wischte noch herein, als Fatima sich umdrehte, um die Tür zu schließen. Eddie roch sofort den Tabak, obwohl das ganze Gebäude unübersehbar als Nichtraucherzone ausgewiesen war. Wer ist die? Mit der ist unser Team komplett. Das ist John Fine. Ehemals Mrs. Joan Gant. Harry Dennis Gant? Ja, die Ex-Frau des Milliardärs. Sie war die oberste Werbechefin bei Gant Industries. Die Regulatorin der öffentlichen Meinung, Frühermann. Sie ist außerdem auch die uneheliche Retortentochter von Schwester Ellen Fine, der abtrünnigen Nonne, die in den Nullerjahren den katholischen feministischen Kreuzzug anführte. Wenn ihre Mama eine Schwuchtel war und ihr Mann Milliardär, was tut sie dann in der Kanalisation? Bumsen. Zum heutigen Einsatz. Das Bildmaterial, das ihr gleich sehen werdet, wurde von Mayteam 67 aufgenommen, unmittelbar bevor die gesamte Crew die Bedingungen für den vorzeitigen Eintritt in den Ruhestand erfüllte. Hologramm ab! Sie trat zur Seite und der Projektionsschirm leuchtete nach kurzem Flackern in drei Dimensionen hoch. Das Video war von einer nach Achtern gerichteten, am Heck eines der gepanzerten Patrouillenboote der Behörde montierten Kamera. Die Barkasse fuhr durch einen der größeren Hauptkanäle und man sah auf den ersten Blick, dass irgendetwas nicht stimmte. Die Mitglieder des todgeweihten Teams feuerten ihre Waffen in das matschige Wasser ab. Aber umsonst. Denn plötzlich tauchte eine unförmige Gestalt aus dem Kielwasser der Barkasse auf und ein riesiges Maul klaffte wie ein rasierklingengespickter Abgrund ab. Kaschard und Kascharias. Das HQ vermutet, dass es sich um ein disklogespültes Haustier handeln könnte. Das oder mal wieder ein Scherz mit diesen Fischköpfen vom Ichthyologischen Institut der NYU. Das ist ein gottverdammter weißer Scheißhai! Es ist ein Kascharodon Kascharias. Ein durch Mutation umweltangepasster Kascharodon Kascharias. Das HQ hält an seiner Praxis fest, auffallenden Individuen jeder gegebenen Spezies Codenamen zuzuordnen. Kascharodon sollen nach Tiermarken benannt werden. Dieser hier ist Meisterbrau. Das ist der Name, den ich zu hören erwarte, wenn er in der Mittagspause über ihn reden sollte. Nicht Smiley, nicht Jaws, nicht Mackie Messer, sondern Meisterbrau. Ist das klar? Vormittagsprogramm. Oh. 7:45, Sir. Bist du's, Toby? Ja, Sir, Mr. Gant. Miss Domingo hat mich geschickt. Zeit herunterzukommen, Sir. Was steht heute Morgen auf dem Programm, Toby? Um 9 haben Sie ein Krisenmanagement-Meeting mit der Abteilung für öffentliche Meinung. Es geht dabei um das Negerproblem. Ist heute irgendwas Besonderes, woran ich denken sollte? Ich meine nicht Geschäftliches. Sie denken vielleicht an Ihren Hochzeitstag, Mr. Gant. Das heißt, heute wäre Ihr Hochzeitstag, wenn Sie noch immer... Die ehemalige Mrs. Gant hat nächsten Monat außerdem Geburtstag, ihren 41. Und Sie werden nächste Woche 43. Gute alte Joan, dachte Harry mit einer Spur von Wehmut, aber ohne jeden Groll. Das Letzte, was er über seine Ex-Frau gehört hatte, war, dass sie irgendeiner Proletariertätigkeit nachging und ein Obdachlosenheim in der Bowery leitete. Ein dürftiger Gebrauch ihrer Talente. Okay, Toby. Du gehst zu Miss Domingo und sagst ihr, ich bin gleich unten. Das ist alles. Ja, Sir. Zum Megaproblem. Ein Wort zum Megaproblem. Ah.
Das Negerproblem, mit dem Gant Industries zu kämpfen hatte, darf nicht mit dem Afroamerikaner-Problem verwechselt werden, das ganz einfach darin bestand, dass es keine Afroamerikaner mehr gab, noch, was das angeht, Schwarzafrikaner. Zumindest keine, die man zum Essen hätte einladen können. Kurz nach der Jahrhundertwende 2004 hatte ein neuzeitlicher, die Bezeichnung voll und ganz verdienender, schwarzer Tod, dessen Herkunft und Äthiologie noch vollkommen unbekannt war, über Nacht bundesweit Ghettos in Geisterstädte verwandelt, Nigeria und 3 Dutzend weitere schwarzafrikanische Staaten entvölkert und die paar Handvoll Überlebenden in immer entlegenere geheime Reservate getrieben. Aber das ist eine andere Geschichte. Das Negerproblem hatte nichts mit der Pandemie noch mit Krankheit oder Kabelfernsehen zu tun. Es war ein ausschließlich verbrauchermarktspezifisches Phänomen. Der selbstmotivierende Android, im Jahre 2003 von einer Disney-Tochtergesellschaft versuchsweise auf den Markt gebracht und ab 2007 von der neu gegründeten Gant Industries unter dem Produktnamen Gants automatischer Diener serienmäßig hergestellt, eroberte sich schnell beträchtliche Marktanteile. Besonders die vom Typ AS204, dem automatischen Diener in der schlichten schwarzen Ausführung. Die plötzliche Flut von durchweg höflichen und arbeitsamen dunkelhäutigen Dienern schien die Leute nicht nur nicht zu stören, sondern ihnen offenbar sogar ein merkwürdig tröstliches Gefühl zu verschaffen. Der in Gants Abteilung für öffentliche Meinung als Faktotum beschäftigte Linguist der Universität Oxford schätzte, dass der Ausdruck Elektroneger irgendwann zwischen 2014 und 2016 Eingang ins gesprochene Englisch fand. Elektroneger, ein liebloser Spitzname, der eine Flut von Erinnerungen und Vorstellungen wachrief, die Gant Industries auf keinen Fall mit einem Qualitätsprodukt wie dem automatischen Diener in Verbindung gebracht wissen wollte. Vergangenen August hatte sogar das Wall Street Journal und dazu noch in einer Schlagzeile den Ausdruck gebraucht, womit die Schlacht um die Heraushaltung von Elektroneger aus dem Wortschatz der Medien endgültig verloren zu sein schien. Das war das Negerproblem. Kein großes Problem, wie Harry Gant als erster eingeräumt haben würde. Bis dato hatte der Absatz nicht im Mindesten darunter gelitten und die Verbraucher waren mit ihren Dienern so zufrieden wie eh und je, wie immer sie sie auch nennen mochten. Das Boot war eine flache, gepanzerte Barkasse mit vorn und achtern montierten Suchscheinwerfern und holographischen Kameras. Genießt die Kahnfahrt, solange es noch möglich ist, Eddie. Das hier ist zur Hälfte Frischwasser. Sie pumpen es extra rein, um sicherzugehen, dass die Boote nicht auf Grund laufen. Aus den Hauptkanälen ist das Problem weniger zu wenig als zu viel. Schon mal einen Fluss aus menschlichen Ausscheidungen gesehen? Boah, ich hatte keine Ahnung, dass das hier unten so groß ist. Bleibt nur zu hoffen, dass du ein gutes Immunsystem hast. In den Kanälen schwirren Bakterien rum, für die sie noch nicht mal einen Namen erfunden haben. Ein automatischer Diener namens Harpo 115 stand am Bug der Barkasse und zog schnüffelnd Luft in die Nase, wo alle 3 Sekunden eine vollständige chemische Analyse der Atmosphäre durchgeführt wurde. Braska schaltete die Suchscheinwerfer und die Unterwasserstrahler auf maximale Leuchtkraft. Wo sind wir? Unter der 41. leuchtenden CPD Today mit westlichen Kurs auf die Kornkreuzung zu. Aufpassen! Da ist irgendwo ein Wasserfall direkt hier in der Nähe. Mit Ta-Ta-Ta-Ta CPD Today. In diesem Tunnel baut sich gerade eine tödliche Metallkonzentration auf. Er hat recht! Alle die Masken auf! Was ist das? Tut mir leid. Aber was ist das? Hat heute Morgen jemand eine Blaskapelle dabei? Das ist ein Abschiedsgeschenk von meinen Leuten. Eine Timex Philharmonic. Großer Fisch von vorn, Fisch von Sympathy-Today. Vorn zeigte der automatische Diener ins Wasser und sagte irgendetwas, aber das Donnern der Fagotte übertönte seine Worte. Sie kann 10 verschiedene Klasse spielen. Sie hat 64 Stimmen. Ich will mal hören. Kannst du die zum Schweigen bringen? Da bin ich gerade dabei. Er versuchte sich zu erinnern, wo der Ausschaltknopf war, aber bevor es ihm wieder einfiel, schoss ein Hai aus dem Wasser und fraß ihn. Der weiße Hai war wie ein Marschflugkörper mit Zähnen über den Bug geschossen und hatte die vollständige Besatzung über Bord gefegt. Nur Joan war es gelungen, am Stück wieder in die Barkasse zu klettern. Lally Poiska. Keine Antwort. Die Barkasse schaukelte im Abwasser, als etwas an ihrem Boden entlangstreifte.
Das Ausklinken der Handgranate von ihrer Halterung aktivierte einen inneren Mechanismus, der nach demselben Prinzip wie die Nase des automatischen Dieners arbeitete. Dieser Mechanismus entnahm eine Luftprobe, befand sie für untauglich und schaltete einen in der Zündkapsel des Sprengkörpers versteckten, miniaturisierten Hologrammprojektor ein. Joan blinzelte, als sich der durchscheinende Kopf John F. Kennedys in der Dunkelheit vor ihr materialisierte. Es tut mir leid, Mitbürgerin oder Mitbürger, aber die sie umgebende Luft enthält ein Gemisch von Gasen, die eine unkontrollierte Kettenreaktion auslösen könnten. Die Sicherheitsbestimmungen des Bundes und ihres derzeitigen Aufenthaltsortes untersagen bis auf Weiteres die Anwendung von Handgranaten. Ihre Regierung entschuldigt sich für etwaige Unannehmlichkeiten, die sie in diesem Zusammenhang in Kauf nehmen müssen. Joan wollte gerade zu einer Erwiderung ansetzen, als ihr plötzlich bewusst wurde, was das dumpfe Getöse war, das sie die ganze Zeit gehört hat. Was im Fall? Scheiße! Vom Deck der Barkasse geschleudert, stürzte Joan 5 Meter tief in sprudelnde schwarze Abwässer. Ihre Schrotflinte und die Handgranate verschwanden im Getöse, aber irgendwie behielt sie ihre Sauerstoffmaske an und tauchte unversehrt in der Mitte eines rechteckigen Beckens von der Größe eines Footballfeldes wieder auf, der Times Square-Kreuzung. Ihre behandschuhte Hand stieß gegen einen festen Gegenstand, sie schloss die Finger um etwas, was sich wie menschliches Haar anfühlte, und zog. Hardhauer? Begrüßte sie der abgetrennte Kopf des automatischen Dieners. Joan schleuderte ihn so weit weg, wie sie nur konnte, und hörte ihn am anderen Ende des Beckens aufklatschen. Was sie danach hörte, jagte ihr das nackte Entsetzen ein. Den Bolero. Ravels Bolero, der aus der Tiefe heraufschallte, wo sich, wie sie mit Sicherheit wusste, Eddie Wilder nicht mehr seines Daseins erfreute. Die stampfenden Fagotte dröhnten crescendo und eine Finne zerschnitt direkt vor ihr die Wasseroberfläche. Rechts neben sich sah sie eine rettende dunkle Tunnel. Joan klinkte ihre zweite Handgranate aus. Bevor JFK einen zweiten Auftritt einlegen konnte, knallte sie das Ding fest genug gegen die Beckenwand, um den Luftanalysator zu demolieren. Sie zog den Sicherungsstift ab und schleuderte die Granate, so wie eben den Kopf des automatischen Dieners, mehr um Weite als um Zielgenauigkeit bemüht. Der Bolero hatte zu einem zweiten Crescendo angesetzt und Meister Braus Rückenflosse zog pfeilgerade auf sie zu, als ein Superheld sich aus dem Tunnel beugte und Joan an den Handgelenken hochzog. Sie wusste, dass es ein Superheld war, weil A, er einen Superheldendress aus Panzergummi trug, neben dem ihr eigener Schutzanzug ziemlich mickrig aussah, B, jeder andere schon längst weggelaufen wäre und C, er ein Leuchtsymbol auf der Brust trug. Halten Sie sich an mir fest! Joan klammerte sich mit aller Kraft an den Schultern der Superheldin fest. Hinter ihr löste die detonierende Granate einen chemischen Feuersturm aus und im plötzlich aufflammenden Licht sah Joan die Augen ihrer Retterin, mehr grün in einem lächelnden, schwarzen Gesicht. Dann rammte sie der Explosionsdruck beide in die Tiefe des Tunnels wie einen Pfropf in den Lauf eines Feuerwerks. Dachgeschosswohnung, Lexus Thatcher 13 Uhr. Den Rasen zu hacken. Ah. Lexa Thatchers Arbeitszimmer enthielt einen Schreibtisch, einen Computer mit zahlreichen Peripheriegeräten, darunter auch ein paar, über die nur gute Freunde von Morris Katzenstein verfügten, ein Klappbett, eine Kollektion von herzförmig gerahmten Porträts und im Augenblick den Familienfernseher, der ein Mobilgerät war und, wenn nicht in Gebrauch, von Zimmer zu Zimmer schlenderte. Zwei elektrische Mistkäfer zogen gleichfalls regelmäßig ihre Runden durch die Wohnung, wobei sie, in Übereinstimmung mit Lexas Philosophie, die beste Form von Haushaltung sei ein Haus, das sich selbst in Ordnung hält, Staub und Schmutzpartikel auflasen und beseitigten. Lexa, die einen Beitrag für die nächste Wochenausgabe des Long Distance Call zusammenstellte, forderte ihren Computer auf, den Rasen zu harken, ein Codeausdruck, mit dem eine groß angelegte Suche nach interessanten Nachrichten ausgelöst wurde. Erste Meldung. Eine Überprüfung der mir zugänglichen Polizeiakten hat keine neuen Informationen bezüglich des Todes von Amberson Teaneck oder einer möglichen Beteiligung eines Gant-Autodieners ergeben. Druck mir alles aus, was wir über den Fall haben.
Und nächste Meldung, während ich drauf warte. Druckvorgang läuft. Nächste Meldung. Heute Morgen wurde Joan Fine, nachdem sie von einer Explosion in der New Yorker Kanalisation überrascht worden war, ins East River General Hospital eingeliefert. Der in der Kanalisation selbst sowie an den Fundamenten der angrenzenden Gebäude entstandene Sachschaden. Wie geht's ihr? Der Patientin wurde eine Fleischwunde am rechten Bein genäht und bandagiert, sowie zur Prophylaxe gegen mögliche Infektionen eine Antibiotikaschutzbehandlung verabreicht. Sie wird zur Beobachtung da behalten, aber die Prognose ist ausgezeichnet. Wie ist Ihre Zimmernummer? Zimmer 413. Besuchszeiten 9 bis 22 Uhr. Ruf im Krankenhaus an und sorge dafür, dass Sie einen Besucherausweis für mich an der Pforte bereithalten. Vorgang läuft. Meine Suche hat noch weitere Nachrichten ergeben. Halt sie ein paar Minuten zurück. Ich rufe dich vom Auto aus an. 10. Oktober 2023, New York East River General Hospital, 14:25. Ein Jobangebot. Das East River General war an einer Pier unweit der Brooklyn Bridge festgebracht. Das ehemalige Gefängnisboot war während der Pandemie von 04 zu einem kombinierten Kranken- und Leichenschauhaus umfunktioniert worden und diente jetzt als Mehrzweck-Auffangbecken für den in anderen städtischen Einrichtungen chronisch herrschenden Patienten- und Totenüberschuss. Die besondere Lage des Krankenhauses motivierte seine lebenden Insassen dazu, so schnell wie möglich zu genesen. Der East River galt wenigstens an seinen verschmutzteren Tagen als hochgradig feuergefährlich. Joan Fine wachte in einer Atmosphäre aus gefilterter Luft und Desinfektionsmitteln auf. Vor dem vergitterten Fenster ihres Zimmers erstickte ein vorbeifliegender Vogel gerade im braunen Smog. Geträumt? Geträumt. Was habe ich in der Kanalisation angerichtet? Zwei Gebäudefundamente unterhöhlt, ein Tunnel teilweise eingestürzt. Für weitere $50,000, ich zitiere, kosmetische Schäden. Und dein Patrouillenboot sieht so aus, als hättest du es in der Picasso-Werft gekauft. Abgesehen davon treiben noch immer einzelne Feuerpfützen unter der Insel herum. Und ich hab den gottverdammten Fluss in Brand gesteckt? Ich möchte ja nicht unhöflich sein, Joan, aber wenn du eine richtige Märtyrerin sein möchtest, dann wäre das traditionelle Prozedere, dass du jemand anderen dazu bringst, dich abzufackeln. Selbst gezündet gilt nicht. Ich will eine Zigarette. Damit hatte ich gerechnet. Lexa reichte Joan ein Päckchen Marlboro Filter, ein Briefchen Streichhölzer und eine zerbeulte Cola-Dose als Aschenbecher. Weißt du was? Heute Morgen hat mir eine Schwarze das Leben gerettet. Eine echte, glaube ich, keine Elektro. Interessant. Warum meinst du, dass sie ein Mensch war? Erst einmal war sie in der Kanalisation und ich weiß mit Sicherheit, dass sie nicht zur Behörde gehörte. Und sie war schwarz. Ich meine richtig schwarz. Die dunkelsten Standarddiener sind nur mittelbraun. Du weißt doch, warum das so ist, oder? Natürlich. Die Marktforschungsabteilung der öffentlichen Meinung ist zu dem Ergebnis gelangt, dass eine noch dunklere Hautfarbe Kinder erschrecken würde. Noch eins. Sie hatte grüne Augen. Grün? Hast du schon mal von einem Schwarzafrikaner mit grünen Augen gehört? Vielleicht habe ich sie mir doch nur eingebildet. Wäre schließlich nicht das erste Mal, dass jemand da unten in der Scheiße Halluzination kriegt. Na? Und was willst du anfangen, wenn du hier rauskommst? Jobmäßig meine ich. Fatima Sigorski hat dich um 13.12 Uhr mit sofortiger Wirkung vom Dienst suspendiert. Irgendwelche Vorschläge? Also, ich brauche keine Jungfrau von Orleans. Was ich brauche, ist eine clevere Rechercheurin. Eine, die gewisse Connections bei Gant Industries hat. Und die auf sich selbst aufpassen kann. Sie legte eine Unterlagemappe aufs Bett. Ich kann es dir nicht versprechen, aber es könnte gefährlich werden. Worum geht's? Um den Mord an Amberson Tenek. Er war der Leiter der Firmenschluckabteilung bei Drexel Burnham Salomon. Gerüchten zufolge versuchte er gerade eine Übernahme von Gant Industries einzufädeln, aber dann erlitt er einen plötzlichen Anfall von unnatürlichen Todesursachen. Du glaubst, dass Harry ihn umgebracht hat? Da wäre ja Yogi Bär noch wahrscheinlicher als Tatverdächtiger. Was würdest du dazu sagen, wenn ich dir erzählen würde, dass ein Gant-Autodiener die Mordwaffe gewesen sein könnte? Äußerst unwahrscheinlich. Aber nicht unmöglich. Ist schon zigmal versucht worden, jedes Mal ohne Erfolg, soweit ich weiß. Die Liste der Dinge, die sie auf keinen Fall tun, ist ziemlich lang. Muss auch sein, aus Produkthaftungsgründen. Und nicht einmal ein Genie könnte die Hardware-Steuerung austricksen? Dazu müsste man den Prozessor aufknacken, desintegrieren, neu verdrahten, dann das Ganze wieder einbauen, das Gleiche mit einer Handvoll weiterer Chips machen und außerdem noch etliche verborgene mechanische Sicherungen ausfindig machen und herausnehmen. Was, selbst wenn man die technischen Möglichkeiten und das Know-how hat, die Sache durchzuziehen, eine ganz schön umständliche Methode ist, jemanden um die Ecke zu bringen. Und würde diese Art der Manipulation, CPU umbauen, Sicherungen entfernen, also wäre die leicht festzustellen? Wenn man erstmal wüsste, dass sich jemand an dem Ding zu schaffen gemacht hat und dass es funktioniert hat, würde die Liste der Verdächtigen schlagartig zusammenschrumpfen. Was ein weiterer Grund dafür ist, dass das nicht gerade das Rezept für den idealen Mord wäre. Unter normalen Umständen wahrscheinlich nicht. Aber die Umstände sind nicht normal. Lexa stupste die Mappe an. Du solltest dir das mal durchlesen und mir anschließend sagen, was du davon hältst.
Wenn das hier wirklich vorsätzlicher Mord war und nicht bloß ein verrückter Unfall verursacht durch einen Konstruktionsfehler. Das war kein Unfall. Dann kann Harry nicht ums Verrecken was damit zu tun haben. Er denkt einfach nicht in solchen Bahnen. Vielleicht hast du recht. Wenn man es genau bedenkt, dann war Harry Dennis Gant schon damals, als wir uns kennenlernten und den Pornofilm gedreht haben, ein Weichei. Sah aber schnucklig aus, wie er da in seiner Unterhose in deinem Atelier herumspazierte. Wann war das? 2001. Denkwürdiges Jahr, also gut. Dann besteht dein neuer Job eben darin, herauszufinden, wer in solchen Bahnen gedacht hat. Nur noch eins. Was? Du musst mir versprechen, dass du keine unterirdischen Sprengungen mehr veranstaltest. Krankenhausrechnungen sind eine Sache, aber gegen Kriegshandlungen bin ich nicht versichert. Tag 10. Oktober 2023, Neujahr, Stadtbücherei, 14:30 Uhr. Max Wills elektrisches Bein. Heute war er bloß ein verhaltensgestörter Mitvierziger, der in der öffentlichen Bücherei Unordnung stiftete. Aber in seiner Jugend war Maxwell Panzerkommandant gewesen. Sein Krieg war der schwarzafrikanische Freihandelskrieg von 07 gewesen, der zum Ziel gehabt hatte, gewisse Meinungsverschiedenheiten bezüglich der Verwaltung der durch die Pandemie von 04 entvölkerten Gebiete und zugehörigen herrenlos gewordenen Bodenschätze beizulegen. Maxwell kam mit der ihm unterstellten Panzerbesatzung nach Port Harcourt, wo er, während die Bedingungen für die nordafrikanische Kapitulation ausgehandelt wurden, eine Ölraffinerie bewachen sollte. Eines Abends erschien Maxwell ein schwarzer Mann. Er schien ganz unvermittelt wie ein Gespenst, das zwischen den Reihen aufeinander gestapelter rostiger Fässer, die die Zufahrtsstraße zur Raffinerie säumten, lautlos hervorglitt. Der Schwarze war lang und dünn wie eine Bohnenstange und seine Augen waren grüne Rasiermesser, am Sonnenuntergang haarscharf abgezogen. Zu spät begriff Maxwell, dass das lange Rohr, das der Fremde in den Armen hielt, kein traditionelles Eingeborenengeschenk war, sondern eine Panzerfaust. Die Rakete zerfetzte den Rumpf des Panzers, einschließlich zweier von Maxwells Männern, die im klimatisierten Innenraum Poker gespielt hatten. Ein seitlich abstehender Teil des Turms und ein seitlich abstehender Teil von Maxwell wurden glatt abrasiert. Er wachte eine Woche später im Rotkreuz-Lazarett in Pretoria wieder auf, wo ein rotbackiger Burenleutnant ihm erzählte, nicht identifizierte Saboteure hätten die Raffinerie vollständig niedergebrannt. Er hatte sein rechtes Bein bis zum Hüftgelenk und den größten Teil seines Urogenitalsystems verloren, aber sein linkes Bein war, abgesehen von der großen Zehe, intakt geblieben. Der Arzt ersetzte sein abhandengekommenes Glied durch eine Kreislerprothese, ein elektrisches Bein, das zwar recht ungefüge war, aber im Oberschenkel serienmäßig ein verschließbares Kühlfach aufwies, das ausreichend Platz für Erdnüsse und ein Bier bot. Maxwells linker Fuß bekam eine Stahlzehe. Seine ruinierte Schrittgegend bekam ein automatisches Skrotum, einen thermosensitiven Graphitfaserbeutel, der sich wie das Originalprodukt je nach Temperatur zusammenrunzelte und ausdehnte. Und dazu knautschfest war. Allerdings keinen elektrischen Pimmel. Tut mir leid. Eine Zusatzklausel zur dritten Verordnung über Kunst und Obszönität im öffentlichen Dienst untersagt die Verwendung von Bundesmitteln für die Beschaffung von medizinischem oder wissenschaftlichem Gerät, das als Sexspielzeug missbraucht werden könnte. Mensch, Max, wenigstens haben Sie einen Wahnsinnssatz Eier. Habe ich recht? Also, Kopf hoch. Ein Psychiater der Marineinfanterie bescheinigte Maxwell eine chronische Kriegsneurose und ein unberechenbares Temperament. Irgendwie schlug er sich durch. 16 Jahre nach dem Krieg war Maxwell noch immer am Leben und mittlerweile hatte er sogar eine Art Beruf für sich gefunden. Unbezahlt zwar, aber befriedigend, ja, geradezu faszinierend. Er verstellte Bücher in öffentlichen Bibliotheken. Da ist eine Verschwörung im Gang. So Typen überall im Land. Ja, eine geheime Bruderschaft. Die gehen jeden Morgen als erstes in alle Bibliotheken ein und sie greifen sich alle Bücher mit Nacktbildern drin, bevor jemand anders sie in die Finger kriegt. Die nehmen sie nicht raus, stehlen sie auch nicht oder verbrennen sie. Die stellen sie einfach nur um. Das ist ein sehr wichtiger Job. Die Hauptstelle der New Yorker Stadtbücherei besaß zwei Diener. Eldridge, 162, und Bartholomew, 75. Eldridge wurde als Entropiehemmer eingesetzt, was bedeutete, dass er 23 Stunden am Tag lediglich mit einer Wiederaufladepause die endlosen Reihen von Regalen abschritt und mittels optischer Schnellabtastung des eingestellten Druckguts verifizierte, ob sich jeder der insgesamt rund 9 Millionen Bände an seinem richtigen Platz befand, einschließlich derer, die Nacktbilder enthielten. Heute war ein neuer Neger im Magazin.
An ihr stimmte gar nichts. Das konnte Maxwell auf den ersten Blick erkennen. Schwarze Haut, um etliche Grade dunkler als Eldridges Kunstmilchkaffeeton, mittellanges, wolliges Haar, weder zu Zöpfchen geflochten noch zusammengebunden, noch in sonst eine der handelsüblichen Standardfrisuren gelegt, sondern zerzaust, als ob sie sich normalerweise kämmte, es aber heute vergessen hätte. Auch ihre Kleidung stimmte nicht. Alles falsch. Alles falsch. Ihre Lippen bewegten sich. Eine Fingerspitze glitt langsam über die Rücken einiger Bücher und ihre Lippen bewegten sich dabei, als redete sie leise mit sich selbst, was automatische Diener nicht tun. Dann bemerkte Maxwell die pelzige Gestalt, die auf der ihm abgewandten Schulter der Negerin hockte und begriff, dass die Schwarze mit dem Tier flüsterte. Eine zahme Ratte. Eine sprechende zahme Ratte. Er ging näher ran. Sie reckte sich nach einem Buch und Maxwell sah, dass sich an der Vorderseite ihrer Weste keinerlei Marke befand. Das schlug dem fast den Boden aus. Wo ist deine Erkennungsmarke? Sie drehte sich nach ihm um. Die pelzige Gestalt auf ihrer Schulter war doch keine Ratte, sondern ein kleiner Biber mit Schutzbrille und Helm. Und er redete tatsächlich. Alarmstufe gelb, Seraphina. Maxwell hörte das allerdings nicht, denn inzwischen hatte er ihre Augen gesehen. Grüne Augen in einem schwarzen Gesicht. Alarmstufe rot, nein. Warnte der Biber und klatschte mit seinem Schwanzpaddel der Negerin auf den Rücken. Sie stand auf und zog, als Maxwell schon nach ihr griff, an ihrer Weste den Reißverschluss einer fast unsichtbaren Tasche auf. Etwas sehr Blankes und Flinkes biss Maxwell ins Handgelenk. Der scharfe Stich schien seinen ganzen Arm hinaufzuschießen, dass er in voller Länge wie von 1000 Nadeln prickelte. Der Arm fiel wie tot an ihm herunter. Ihre Stirn glänzte vor Schweiß. Noch eine Sache, die nicht stimmte. Du hast mich nicht gesehen. Du hast mich nie gesehen. Scheiße. Und ob ich hab. Es erforderte 3 stampfende Schritte seines elektrischen Beines, um sie einzuholen. Diesmal biss ihn der Biber. Das war kein anästhesierender Stich. Es war ein Gefühl, als steckte man die Hand in einen Schraubstock. Maxwell stieß einen Schrei aus und kippte um. Du hast mich nicht gesehen. Dann ging sie durch die Wand und verschwand. In einem Lächeln erstarrt. Geheimgänge waren in der New Yorker Stadtbücherei eigentlich nicht vorgesehen gewesen, aber das kommt eben dabei raus, wenn man ein irisches Architektenbüro beschäftigt. Die Lampe an Freund Biebers Bergmanns Helm beleuchtete den Weg. Ich bin dafür gedacht, in einer Tasche herumgetragen zu werden. Eine Autodiener-Standard-Gerätetasche. Freundin Eichkätzchen und ich sind in genau der richtigen Größe konstruiert. Ach so. Sie hatten den Eingang eines Geheimzimmers erreicht, dem Teil der Bibliothek, der als Serafinas Wohnung fungierte. Sie blieb direkt vor der Tür stehen und versuchte sauer zu werden. Richtig stinksauer, wie das jeder normale Mensch an dem Punkt getan hätte. Aber das Äußerste, was sie zu Wege brachte, war eine ernstzunehmende Gereiztheit. Hör ich nicht normalerweise auf dich, wenn ich draußen bin? Hab ich heute Morgen in der Kanalisation nicht ein Survival-Suit getragen? Die Antwort auf die erste Frage ist statistisch nein. Und heute Morgen hatte ich dir gesagt, du solltest überhaupt nicht in die Kanalisation steigen. Es ist gefährlich. Ist dir eigentlich bewusst, was für eine Nervensäge du bist? Nein, ich bin nicht für Einfühlsamkeit konzipiert. Ich bin für Risikofrüherkennung konzipiert. Risikofrüherkennung und visuelle Sprachrezeption. Visuelle Sprachrezeption, das war der Haken. Die Sache, die Freund Biber mit seiner Babysitterhaltung zu einem notwendigen Übel machte. Serafina konnte nicht lesen, nicht eben ein seltenes Phänomen im Jahre 2023, aber in ihrem Falle hatte es biologische Ursachen. Mosel Katzenstein, der in Albuquerque tätige Neurologe, der die damals 7-jährige Serafina in der Wüste untersucht hatte, diagnostizierte auf Sorbonne Dyslexie mit ausgeprägter kortikaler Dysplasie. Können Sie das in Ordnung bringen? Ich fürchte nein. Chirurgisch-plastische Eingriffe an der Großhirnrinde sind noch immer neurologische Zukunftsmusik. Natürlich gibt es allerlei technische Hilfsmittel, die es dir ermöglichen können, bei Bedarf auch mit konventionellem Textmaterial fertig zu werden. Mosel zeigte mit dem Daumen auf seinen Neffen Morris. Krimskrams. Daher also Freund Biber, der Schilder und Etiketten für sie las und die Bücher, die sie aus der Bibliothek benötigte, mit einer Leichtigkeit ausfindig machte, mit der kein Handlesegerät auch nur im Mindesten konkurrieren konnte. Und Freundin Eichkätzchen, die ihr aus dem Schlamassel half, wenn sie mal wieder Freund Bibers Verhaltensmaßregeln ignoriert hatte. Freund stand für fürsorgliche, regenerative Energiequellen unterstützter, nagetierförmiger Datenverarbeiter, auch wenn es Morris einige Mühe gekostet hatte, Serafina zu erklären, was ein Akronym sei.
Sie setzte Freund Bieber aufs Bett und ließ Freundin Eichkätzchen aus ihrer Hosentasche heraus. Aus anderen Taschen ihrer Weste und Hose zog sie Bücher hervor, die sie vor Maxwells Ankunft hier und da eingesteckt hatte. Als sie anfing, sie auf dem Lesetisch zu stapeln, ging die obere rechte Schublade selbsttätig auf und eine muntere braune Maus mit Bifokalbrille hüpfte auf die Tischplatte. Hallo, Freund Wühlmaus. Hallo, Serafina. Haben wir einen herrlichen Tag gehabt? Freund Wühlmaus, hab ich hier keinen herrlichen Tag. Die andere Hälfte von Serafinas neurologischer Grundausstattung war nämlich ein abnorm hoher Serotoninspiegel im Gehirn, gepaart mit einem mutierten Hormon, endogenes Prozac hatte es Mosel Katzenstein genannt, das die Wirkung des Serotonins noch weiter verstärkte. Das bedeutete, dass Serafina nicht nur Volllegasthenikerin, halbweise und eines der letzten noch lebenden Exemplare ihrer Rasse, sondern darüber hinaus auch biochemisch außerstande war, sich über auch nur eine dieser Tatsachen zu grämen. Hör mal, das kannst du aber nicht behalten. Freund Bieber zeigte auf das Gemälde, das im Lesezimmer an der Wand hing. Du musst es zurückgeben. Es war Leonardos Mona Lisa, das Original. Serafina hatte es gegen Freund Biebers hartnäckigste Einwendungen aus einer Sonderausstellung im Metropolitan Museum of Arts mitgehen lassen. Die französische Regierung verlangte, dass der ganze Kontinent für eine Leibesvisitation die Hosen runterließ. Man kann nicht einfach dahergehen und andere Leute Kulturschätze stehlen. Kann man doch. Statistisch gesehen kann man. Aber keine Sorge, ich habe vor, sie zurückzugeben. Sie sah auf Lisas Mund, seit 520 Jahren in einem Lächeln erstarrt. Ich weiß, was das für ein Gefühl ist. Du hast etwas Hinterhältiges im Sinn. Etwas Hinterhältiges und wahrscheinlich Gefährliches. Was ist es? Ich sag's dir gleich. Aber zuerst, wie wär's, wenn du mir zuerst eine Geschichte erzählen würdest? Eine Geschichte? Ja, die von meinen Urgroßeltern und dem Bürgerkrieg. Ach so, die... Tag 10. Oktober 2023. York Stadt Bücherei. Mit den grünen Augen. Ah. Serafina Dufresnes kostbarster Besitz war ein tragbarer Katzenstein-Wissensspeicher, ein brotbüchsengroßer Brocken afrikanisches und afroamerikanisches elektronisches Gedächtnis mit einer Speicherkapazität von umgerechnet mehreren Bibliotheken. Sein widerstandsfähiges Gehäuse erinnerte an einen Safe oder ein Bankschließfach und das entsprach durchaus seiner Bestimmung. Als dauerhafter Behälter für so viel afrikanische und afroamerikanische Geschichte zu dienen, wie Serafina nur beischaffen konnte. Freund Wühlmaus war das Eingabegerät. Sobald er seinen dünnen Schwanz direkt in den Hauptspeicher gestöpselt hatte, wurde er zu einem Omnidatenbus, der mit wahrer Unersättlichkeit sämtliche Informationen verschlang, die Serafina ihm lieferte. Bücher über Afrika, Tonaufzeichnungen von Liedern und oraler Literatur, Dokumentarfilme und Videos, Fotos und was immer sie sonst noch an Fragmenten der Vergangenheit ausleihen oder stehlen konnte. Sie schloss den Wissensspeicher an ein Computerprogramm an und das Computerprogramm an die Freunde, die dann eine Art volkstümliches Historienspiel aufführten. Eine dramatisierte Wiedergabe des von ihr jeweils ausgewählten Themas. Freund Bieber musste alle Schurkenrollen spielen. Die Historienspiele litten keinen Mangel an Schurken und Helden, nicht zuletzt deswegen, weil der Interpreter keinerlei Versuch unternahm, das Quellenmaterial nach tendenziösen Tendenzen zu sichten. Ich bin John Mercier. Ich bin der böse Aufseher der Slocum-Plantage, der hässlichste Mann auf der Welt. Ich habe schiefe, haarige Zähne und ich stinke wie das Hinterende eines Mastschweins. Freund Wühlmaus trat vor. Er hielt seine Pfötchen so vor seiner Brust, als spannte er unsichtbare Hosenträger oder hakte die Daumen in die Knopflöcher einer eingebildeten Jacke. Ich bin Neptune Frost, ein Freigelassener aus Boston, ein Schüler überzeugter Abolitionistin und ein großer Verehrer John Browns und der ehrenwerten Miss Harriet Beecher Stowe. Als ich eines Nachts über das Boston Common ging, trat ein Mann auf mich zu und sprach mich auf die Farbe meiner Augen an. In demselben Augenblick, als ich stehen blieb, um ein paar Worte mit ihm zu wechseln, bekam ich von hinten einen Schlag über den Kopf. Bumm! Als ich wieder zu mir kam, lag ich, gefesselt und geknebelt, im Stauraum eines Schiffes, unterwegs zu einem Leben als Sklave in North Carolina. Ich heiße Carrie Slocum. Ich wurde von einem fernen Ort, dessen Name verschollen ist, verschleppt und zur Slocum-Plantage gebracht. Die Leute sagen, dass in meinen Augen die Farbe jenes fernen Landes weiterlebt.
Dass du mir keinen Ärger machst, du Freigelassener. Ein Widerwort und ich peitsche dir den Rücken zu Brei. Wenn ich mir recht überlege, könnte ich dir direkt den Rücken zu Brei peitschen, nur um nicht aus der Übung zu kommen. Ein Neger mit grünen Augen. Wo habe ich das schon mal gesehen? Er blickte über die Tischbühne hinweg auf Freundin Eichkätzchen, dann schleppte er Freund Wühlmaus zu ihr hinüber. Morgen fängst du mit der Arbeit auf den Feldern an, sagte Freund Biber und verpasste Freund Wühlmaus einen rüden Klaps auf den Hintern. Aber heute Nacht hast du eine andere Aufgabe. Dieser Goma von Ward, von der Heya-Plantage, gibt andauernd mit seinen Mandingos an. Also wirst du mir einen Stamm von grünäugigen Niggern machen, um ihn Bescheidenheit zu lehren. An die Arbeit. Er trat einen Schritt zurück. Der Computer simulierte das Geräusch einer Schuppentür, die zugeschlagen und von außen verriegelt wird. Die prospektiven Begründer des Stammes mit den grünen Augen starrten sich gegenseitig schüchtern an. Freund Wühlmaus ergriff als erster das Wort. Ich gehöre nicht hierher und bin empört über diese offenkundige Geringschätzung unserer Rasse und des weiblichen Geschlechts. Desungeachtet muss ich gestehen, dass ihr das schönste Gesicht habt, was mir je begegnet ist. Und ich fühle mich auf eine Weise berührt, wie ich es noch nie zuvor erlebt habe. Ihr seid aufgeblasen und hochmütig, wie die Pfauen auf Mrs. Slocums Gartengesellschaften. Aber ihr sprecht komisch. Aber ich fühle mich auch von eurem Anblick berührt, was mir später noch leid tun wird. Das Geräusch von fernem Geschützfeuer. Freund Biber stand aufrecht da und strich sich über einen unsichtbaren Bart. Ich bin Master Abraham Lincoln und ich werde so lange Blitze auf den Süden regnen lassen, bis die Plage der Sklaverei ein Ende findet. Ich rufe alle anständigen Männer auf, sich meiner Sache anzuschließen. Ich werde diesem Rufe folgen. Hört, Carrie Slocum, ich werde nicht als Sklave um euch werben. Doch ich gelobe, zu entfliehen und mich nach Norden durchzuschlagen, um mich der Unionsarmee anzuschließen. Und wenn ich als Befreier zurückgekehrt bin, werde ich euch zu meiner Frau machen. Lasst mich mit euch fliehen! Nein! Nein, nein, nein! Euer bisheriges Leben in Unwissenheit und Sklaverei verbracht hat euch nur ungenügend auf eine solche Reise vorbereitet. Meine Erfolgsaussichten werden besser sein, wenn ich allein ziehe. Doch ich schwöre bei meinem Leben, dass ich zu euch zurückkehren werde. Ohne sich auf weitere Diskussionen einzulassen, verneigte sich Freund Wühlmaus und gab ihr einen Abschiedskuss. Dann floh er. Es ertönte ein einzelner Schuss, dann das Sirren eines Querschlägers, das daneben getroffen bedeutete. Simuliertes Hufgeklapper verklang in der Ferne. Man sollte mich als Närrin steinigen. Ein irrer Nigger aus dem Staate Boston hat mein Herz geraubt und mein Leben wird nie wieder das sein, was es war. Und so nahm eine lange Familienchronik ihren Anfang, aber Serafina sah sich selten die ganze Geschichte am Stück an. Neptune Frost erreichte unversehrt Washington D.C. und schloss sich bald darauf der Unionsarmee an. Carrie leistete ihren Beitrag zur Kriegsanstrengung, indem sie einen systematischen Vergiftungsfeldzug gegen John Mercer führte, dem sie zerstoßenes Glas und allerlei Hexenkräuter ins Essen mischte. Aber der Aufseher war noch immer am Leben, als Neptune Frost im Winter 1864 endlich auf die Plantage zurückkehrte. Nach einem erbitterten Zweikampf vor den Toren der Plantage schnitt Neptune John Mercer mit seinem Säbel mitten entzweit. Hark! Schrie Freund Biber und starb. Freund Wühlmaus hastete an der Leiche vorbei, seine Braut zu suchen. Ich werde einen Sohn zur Welt bringen, durch diese eine Nacht. Einen Sohn. Das reicht für heute. Er wurde totgeschlagen mit einem Exemplar von Atlas wirft die Welt ab. Sie hockten zusammen und rauchten. Joan und Kite Edmonds. Kite Edmonds sah älter aus als zwei x-beliebige Durchschnittsseniorin zusammengenommen. Sie hatte keinen rechten Arm mehr und der Mantel, den sie trug, zu gleichen Teilen blau und grau, aus Stücken mehrerer echter Uniformen zusammengenäht, hatte ein militärisches Flair. Kite behauptete von sich 181 Jahre alt und Kriegsteilnehmerin gewesen zu sein. Unionsarmee von Potomac 1861 bis 1864, auch kurz im Standing Bear Cherokee Platoon der Konföderierten Armee gedient. Nur damit Sie Bescheid wissen. Joan hatte Lexes Akte vom Mordfall Teaneck vor Kite ausgebreitet. Atlas wirft die Welt ab. Ist das dieser dicke Roman von Ayn Rand? Genau, der. Und sie war auch Philosophin, oder? Nicht nur Schriftstellerin? Wie hieß das nochmal?
Objektionismus? Objektivismus. Kite zündete sich eine neue Zigarette an. Dann hilf mir auf die Sprünge. Worum drehte sich der Objektivismus nochmal? Im Wesentlichen ist er eine zum ethischen Absolutum erhobene aufgeklärte Selbstsucht. Keinerlei obrigkeitliche Reglementierung der Produktion oder Beschränkung des freien Wettbewerbs, aber dafür auch keine staatlichen Subventionen oder protektionistischen Maßnahmen zur Stützung bankrottgefährdeter Unternehmen. Überleben des Tüchtigsten? Triumph des Tüchtigsten, der zur besten aller möglichen Welten führt, glaubte Ayn Rand jedenfalls. Sie war eine russische Jüdin, die Tochter eines Ladenbesitzers und als die Bolschewiken an die Macht kamen, verlor ihre Familie alles. Wäre sie nicht nach Amerika geflohen, besteht durchaus die Möglichkeit, dass sie in einem Massengrab oder im Archipel Gulag geendet hätte. Die objektivistische Ethik macht Aussagen zur Psychologie, zur Kunst, zur Literaturtheorie, zur Sexualität, sogar zum Zigarettenrauchen. Es ist eine zwanghaft detaillierte Weltanschauung. Zigarettenrauchen? Die Zigarette symbolisiert den Sieg der menschlichen Vernunft über die bewusstlosen Kräfte der Natur. Das gezähmte Feuer ist handhabbar und zu handeln. Die Zigarette ist auch ein Genussmittel, ein Luxusgut, ein Produkt der kapitalistischen freien Marktwirtschaft. Für einen Objektivisten ist das Anstecken einer Kippe also ein sakraler Akt, wie das heilige Abendmahl für einen Christen. Verstehe. Nein, du verstehst nicht, solange du nicht Atlas wirft die Welt abgelesen hast. Der 1100 Seiten lange Kampf des unterdrückten Unternehmers gegen das kollektive Böse, das der Staat darstellt. Und dieser Typ, dieser Tinek, war ein Rand-Verehrer? Und wie? Sie ist in der Raubritterszene noch immer angesagt. Tinek besaß eine sehr zerlesene Taschenbuch-Gesamtausgabe der Werke von Ayn Rand. Er ist mit einem Taschenbuch totgeprügelt worden? Nein, die Mordwaffe war eine signierte Erstausgabe, die er sich hatte neu binden lassen in 24-karätigem Gold. John zeigte auf ein Tatortfoto, auf dem eine nackte Leiche auf dem Fußboden eines luxuriös eingerichteten Badezimmers alle Viere von sich streckte. Das goldblechgebundene Exemplar von Atlas wirft die Welt ab lag aufgeschlagen auf Amberson Tineks Gesicht, als sei er beim Lesen eingeschlafen. Mit der rechten Hand hielt Tinek eine Pistole mit gesprungenem Kolben umklammert. Hat er keinen Schuss abgegeben? Er konnte keinen Schuss abgeben. Das ist keine richtige Waffe. Er hatte eine echte, aber jemand hat sie weggenommen und an deren Stelle eine Nachbildung hingelegt. Eine ohne Patronen und mit ungebohrtem Lauf. Na schön. Fangen wir ganz von vorne an. Dieser Tinek war so eine Art Investment-Guerillero, der sich seinen Lebensunterhalt durch die Übernahme von Firmen verdiente. Er organisierte Unternehmensübernahmen, für die er anderer Leute Geld benutzte und selbst fette Provisionen absahnte. Die normale Verfahrensweise dabei ist ein Aufkauf der Aktien, wobei das Aktivvermögen des Zielunternehmens als Sicherheit eingesetzt wird. Gant Industries ist ein Privatunternehmen, kann also auf diese Weise nicht aufgekauft werden. Aber Tinek hätte es noch immer dadurch einsacken können, dass er die Verbindlichkeiten des Konzerns unter seine Kontrolle brachte. Der einzige Hinweis auf den Übernahmeplan ist ein Memo, das Tinek an seinen urlaubenden Stellvertreter geschickt hatte, in dem er behauptete, eine Methode ausbaldowert zu haben, den Investoren Gant Industries wie einen weißen Wal auf Toast zu servieren. Tinek hatte das Memo letzten Donnerstagvormittag nach Patagonien in einen Ferienort gefaxt. Kurz nach Absendung des Faxes hat Tinek Hester Montesanto angerufen, eine Wertpapierhändlerin von Morgan Stanley, und sich mit ihr zum Abendessen verabredet. Sie hatten mehr vorgehabt, als nur über Geschäfte zu reden, denn Tinek hatte auch einen Ober-Ober-Bonzen von Birth Control Teleshopping Network angerufen und eine 10er-Packung Kondome für $50,000 bestellt. Geliefert wurden diese Meilensteine des Prestigekonsums einzeln in luftdichten, von dressierten manschurischen Seidenraupen gesponnenen Kokons eingeschweißt, in Beutelchen aus feinster peruanischer Vicuña-Wolle versiegelt und in einem Kästchen verpackt, das von einem superarmen Stamm von eingeborenen Schreinern aus Zentralborneo aus seltenen Harthölzern von Hand gefertigt wurde. Das gesamte Verpackungsmaterial war natürlich zum Wegwerfen bestimmt. Die Kondome selbst waren gleitmittelbeschichtet, koloriert, parfümiert, aromatisiert, gerippgenoppt und ausreichend reißfest, um einen Pfeil im Flug aufzuhalten. Der Name der Firma, die sie herstellte, wurde niemandem verraten, der nicht nachweislich wenigstens $100 Millionen sein eigen nannte. Die Kondome wurden um 17.52 Uhr in Tineks Penthouse im Riverside Acadia abgeliefert. Tinek war zu dem Zeitpunkt noch im Büro. Er kam um 7 nach Haus, trug die kostspieligen Pariser von seiner Privateingangshalle in sein Schlafzimmer, erteilte seinem Autodiener François 360 den Auftrag, das Dinner vorzubereiten, zog sich aus, rasierte sich und nahm eine Dusche. Als Hester Montesanto 45 Minuten später das Penthouse betrat, musste sie feststellen, dass das Dinner angebrannt, François unauffindbar und Tinek unschön verstorben war. Weiß die Polizei, was aus der echten Pistole geworden ist? Sie lag in der Kondomschachtel in einem Seidenkokon versiegelt, geladen mit panzerbrechenden Geschossen. Und der Diener ist spurlos verschwunden? Joan hielt ihr ein weiteres Foto hin. Ein CNN-Kleinluftschiff hielt sich rein zufällig gerade in der Nähe auf, um Hintergrundmaterial für einen Bericht zum 10. Jahrestag von Donald Trumps Tod zu drehen. Das hier ist ein Einzelbild von dem Film. Der mittlere Turm ist das Gebäude, in dem sich Tineks Apartment befindet. Siehst du den kleinen, dunklen Fleck unter dem kleinen, weißen Fleck, direkt links von der Dachterrasse? Mhm.
Ein Elektronäger erschlägt einen Mann mit einem Buch und springt dann mit dem Fallschirm von der Penthouse-Terrasse in den Hudson, um sich selbst als Beweisstück zu beseitigen. Leider werden wir es nie beweisen können. Dienstag, 11. Oktober 2023, New York, Times Square, 0 Uhr und 20 Minuten. Du kannst nicht Roy nennen. Ah. Paul 617 meldet sich ab zur Fußschleife. Um 7 Uhr werde ich hier wieder eingesammelt. Ein Streifenwagen setzte Paul 617, ein Standardpolizeimodell Serie AS204 RVJ, um 0.20 Uhr am Times Square. Da er überirdisch keine Kriminellen ausmachen konnte, stieg Paul 617 zur U-Bahn-Station hinunter. Den Alligator sah er, als er ungefähr die Hälfte seiner ersten Runde hinter sich gebracht hatte. Pauls praktische Kenntnisse, größtenteils ab Werk in Form von ROM-Modulen vorinstalliert, schlossen die Taxonomie der Kanalisationsfauna nicht ein, also konnte er einen Albino-Alligator lediglich als große Ratte oder entlaufenes Haustier klassifizieren. Und keines von beiden machte es erforderlich, dass er nach Verstärkung. Paul 617 an Sicherheitskoordinatorin. Ich begebe mich jetzt in einen abgesperrten Bereich. Der abschüssige Gang, in dem er sich jetzt befand, war unbeleuchtet, aber das stellte für Paul 617, der noch bei fast völliger Dunkelheit sehen konnte und zusätzlich über ein Hochfrequenzsonar verfügte, überhaupt kein Problem dar. Das Sonar erfasste den davonkrabbelnden Alligator, obwohl Paul, als er seine Augen auf Infrarot umschaltete, keinerlei Wärmestrahlung empfing. Dies schien darauf hinzudeuten, dass große Ratte entlaufenes Haustier entweder tot, gefroren oder künstlich war. Und Paul, nicht auf den Kopf gefallen, tippte sofort auf die dritte Möglichkeit. Na komm, mit, komm, bist du Elektro? Na komm schon, schalt dich aus. Der Gang mündete in eine stillgelegte Bahnsteighalle. Auf dem diesseitigen Gleis stand ein einzelner U-Bahn-Waggon mit offenen Türen. Ohne sich um Pauls Ruf zu kümmern, wischte der Alligator hinein und verschwand in der Dunkelheit. Paul folgte ihm. Kaum war er eingestiegen, ereigneten sich eine Reihe von Dingen. Sein Sonar meldete ihm die Anwesenheit mehrerer menschenförmiger Gestalten in dem Wagen, obwohl seine Infrarotsicht weiterhin keine warmen Körper erfasste. Bevor er auf diese neuen Daten reagieren konnte, ertönte ein Stück weiter zu seiner Rechten ein barsches Peng. Ein scharfes Metallgeschoss bohrte sich seitlich in seinen Hals. Seine Arme und sein Rumpf erstarrten augenblicklich. Seine Beine blieben noch hinlänglich flexibel, um ihn im Gleichgewicht zu halten. Aber es war ihm nicht mehr möglich, die Füße zu bewegen und einen Schritt vor oder zurück zu machen. Als er versuchte, einen Notruf abzuschicken, gab es in seinem Walkie-Talkie einen kurzen und aus seinem rechten Ohr quoll ein Rauchfaden hervor. Erwischt! Ach, ein geiler Schuss, Mofti! Im Waggon ging die Beleuchtung an. Zwei automatische Diener in billigen braunen Anzügen und Melonen standen gegenüber der Tür. Runde Plastikschildchen wiesen den auf der linken Seite als Amos und den auf der rechten als Andy aus, ohne irgendwelche Zahlen. Etwas weiter den Gang hinunter stand der Mufti mit einer dicken, verchromten Pistole in der Hand und neben ihm ein vierter Diener, ein Zwerg in einem weißen Friseurskittel, auf dessen Brust der Name Shorty prangte. Zwischen diesen beiden saß der Alligator. Ein ziemlicher Knirps übrigens, nicht länger als 1,20 von der Nase bis zur Schwanzspitze, mit einem schwarzen Kästchen, das ihm wie eine Geschwulst aus dem Kopf spross. Das Kästchen war Elektro, aber der Alligator selbst war lebendig, kaltblütig und uralt, der einzige Überlebende von Teddy Mays Kanalisationssafari von 1935. Verzeihung, in meiner motorischen Selbstkontrolle scheint eine Fehlfunktion aufgetreten zu sein. Bitte begeben Sie sich zum nächsten Fernsprecher, wählen Sie die 911 und melden Sie meinen derzeitigen Kanal. Wählen Sie die 911, bitte. Hört ihr das? Wählen die 911. Wählen Sie bitte die 911. Draußen auf dem Bahnsteig ertönten Schritte und abrupt verstummten die Diener. Sie neigten respektvoll den Kopf, als ein weißer Mann den U-Bahn-Wagen betrat. Ein Elektroweißer. Er hatte angeklatschtes silberfarbenes Haar, blaue Augen und eine vorspringende Nase, über die eine Narbe ging. Der tadellose graue Anzug, den er anhatte, ließ Amos und Andys Kluft ausgesprochen schäbig erscheinen. Er trug überhaupt kein Namensschildchen. Verzeihung, in meiner motorischen Selbstkontrolle scheint eine Fehlfunktion aufgetreten zu sein. Halt die Fresse, Bullenfuzzi. Wie heißen Sie? Du kannst mich Roy nennen. Offensichtlich leiden Sie selbst an einer schweren Funktionsstörung, Roy. Ich denke, Sie sollten sich alle deaktivieren, bevor Sie ernsthaften Schaden anrichten. Roy lächelte, so wie ein Raubtier lächelt. Er streckte die Hand aus und fummelte an dem Dorn, der in Pauls Hals steckte. Erst du. Amen. Ende Teil 1. Oh. GAS, die Trilogie der Stadtwerke von Matt Ruff. Teil 1, Abwässer. Aus dem Amerikanischen von Giovanni und Ditte Bandini. Es wirkten mit Erzähler Peter Fitz, Joan Fine, Susanne Lothar,
Harry Gant, Sylvester Groth. Kite, Ingrid André. Maxwell, Thomas Thieme. Lexa, Rosel Zech. Clayton Bryce, Herbert Schäfer. Roy, Hans Diehl. Amos und Andy, Daniel Berger und Hans-Jörg Krumpholz. Powell 617, Wolfgang Rüther. Fatima Sigorski, Angelika Bartsch. Eddie Wilder, Philipp Schäbmann. Hartauer, Heinrich Giskes. Prohaska, Walter Renneisen. Serafina, Jele Brückner. Bieber, Otto Sander. Wühlmaus, Leslie Morton. Eichkätzchen, Gunda Aurich. Timex, Sabine Karlhammer und viele andere. Technische Realisation, Jürgen Glosemeier und Matthias Fischenich. Regieassistenz, Silke Hildebrandt. Hörspielbearbeitung und Regie, Walter Adler. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2000. Dramaturgie und Redaktion, Leslie Rosin.